Hallihallo, ich komme. Da bin ich. Boah. Na, wie geht's dir heute? Wie sieht's aus? Ich hatte ja versprochen, seitliche Oberschenkel heute und Rücken. Für die seitlichen Oberschenkel, ihr kennt das schon. Ja, ist nichts Besonderes. Hier mit der Handrolle oder gleich hiermit. Das ist aber ein bisschen heftiger. Sei darauf vorbereitet, wenn du ein Problem hast mit Beinen. Oder du hast keins. Oder vielleicht hast du auch ein Problem mit Kraft. Ist das auch besser, ja? Gut. Ich mach die Musik an. Gemütliche Musik. Du hast deine Matte schon bereitgelegt und deine entsprechenden Dinge, Hilfsgeräte. Zur Vorbereitung sitzt du erstmal ganz gemütlich auf deiner Matte. Handgelenke vorbereiten. Ja. Kreisen. Ruhig ein- und ausatmen. Ja, und andersrum auch mal kreisen. Und schön gerade sitzen, ne? Dann lass uns mal die Schultern kreisen. Die brauchen wir ja auch zum Stützen mitunter. Ja? Nimm ruhig die Hände auf die Schultern und lass die Schultern mal so ein bisschen rückwärts kreisen. Wenn du magst, auch mal vorwärts. Gut, aber lieber nochmal wieder rückwärts. Lieber 2 zu 1. Genau. Zweimal rückwärts, einmal vorwärts, besser. Gut, und dann die Schultern mal weit nach vorne und nach hinten, beziehungsweise wieder an die Seite. Der Rücken wird dann so ein bisschen runder und wieder ein bisschen gerader. Jeder hat so sein Päckchen zu schleppen und das finden wir immer oft im Rücken oben. Das ist das Päckchen, was wir uns selbst aufsetzen, beziehungsweise was uns vielleicht von anderen so. Bing, hier hast du mein Problem, kannst du haben. Und ich blöden Nuss nehme es auch noch. Also versuchen wir uns davon ein bisschen frei zu machen. Gut. Ich hoffe, du bist nicht so doof wie ich. Oder wie? Ne? Weißt schon. Gut. Wir wollen hier heute Morgen an diese Oberseite. Oh, mach mal noch was anderes vorweg. Hier so, genau. Lass mal die Beine vorsichtig auf eine und auf die andere Seite. Jawohl. Indem du das machst, dein Becken hier, die Po-Seite immer ein bisschen hoch, die andere Seite auch mal. Schieb mal deine Hüfte so ein bisschen mit nach vorne. Bereitest du den Rücken etwas vor, den unteren Rücken, dass er überhaupt diese ganzen Haltungen einnehmen kann. Ja. Also mach das nicht so aus der kalten Hose, bereite dich immer ein bisschen vor, wenn du so ein Video anklickst. Nicht, dass du dich verletzt. Wär doof, ne? Ja, wäre ganz schön doof. Jawohl. Gut. Okay. Super. Dann bist du der Mensch, der ein bisschen vorsichtiger sein möchte. Gehst du mit der Rolle. Legst beide Knie so auf eine Seite und rollst mal hier. Entspannt vor und zurück. Guck mal, ich habe die Rolle so gefasst. Du kannst natürlich so fassen, aber das ist ja einfacher. Hier außen. Gut. Mach weiter, wenn du der Rollentyp bist für die Nudelrolle. Wenn du der Rollentyp bist für dieses, dann gehst du hier drauf. Ha. Und dann merkst du schon, dass da ein bisschen mehr passiert. Stell den Fuß vor dir ab. Stützt dich mit beiden Händen ab. Und dann lass den Fuß, der unten ist, am Boden. Ein bisschen höher. Kannst du besser gucken. So. Den unteren Fuß am Boden, den auch. Und dann schiebst du dich hier so ein bisschen vor und zurück. Du merkst, das ist eine ganz andere Nummer. Hier musst du dich abstützen. Ja. Aber es bringt ganz viel. Vielleicht sagst du auch, komm, das mache ich vielleicht irgendwann mal. Ich mache das noch nicht. Ich mache noch. Hier mit dem. Alles gut. Wenn die Nudelrolle gerade nicht gebraucht wird für was anderes,
das ganz schön. Ne? Und nicht vergessen zu atmen. Und nochmal. Und Pause. Absetzen bzw. die Räume an die Seite legen. Kurz mal nachspüren. Beim Nachspüren können wir wieder hier ein bisschen spielen. Oh lala, die andere Seite war schon. Okay. Andere Seite auch? Ja. Gut. Andere Seite auch. Du weißt? So? Jo. Geht. Machen. Andere Seite. Geht auch. Hier den Fuß wieder vorne abstellen, das andere Bein am Boden und hier. Oh, oh, oh. Atmen nicht vergessen. Guck, wie weit du kannst, wie weit du hier nach vorne krabbeln kannst und wieder zurück. Mann, Mann, Mann. Eigentlich kann man das jeden Tag machen, dann wird es auch besser. Dann wird es ein bisschen angenehmer. Geht's noch? Immer wieder ein bisschen korrigieren vielleicht zwischendurch. Ah ja. Noch den einen machen wir noch. Den einen machen wir noch. Gut. Rolle wieder weg. Absetzen. Mal beide Seiten nachspüren. Noch mal ein bisschen locker hin und her. Alles gut. Okay. Kommt zum großen Gesäßmuskel. Dazu jetzt Rolle oder wie immer die. Setz dich drauf auf die Rolle. Setz dich drauf auf die Rolle. Setz dich mal so ein bisschen seitlich drauf auf die Rolle. Und dann rollst du hier. Diesen schön große Fläche, ne? Ja, ja. Vor und zurück. Wenn es zu wenig Druck ist, kann sein. Und ich gehe mal davon aus, dass du da keine Krampfadern hast. Dann kannst du gerne einen Fuß hochnehmen. Aha. Und dann drückt das vielleicht noch ein bisschen mehr. Da kann man ja süchtig nach werden. Ja. Du kannst jetzt hier mal mit den Beinen so ein bisschen kreisen. Und dann merkst du, dass du am Po auch unterschiedliche Stellen erwischst. Wir machen gleich eine Pause für die Handgelenke hauptsächlich und die Schultern. Okay. Prima. Oh, kurze Pause. Es ist eigentlich so, dass es dann da auch immer ein bisschen wärmer wird. Ne? Lass die Handgelenke mal kreisen. Das kennst du ja. Gut. Die Schulter ein bisschen lockern. Setzen wir uns dann wieder drauf. Genau. Wieder drauf. Immer ein bisschen. Ah, ich habe gleich den Fuß hochgenommen. Bei mir ist das hier von der Fläche her so, kann ich das gut haben. Erstmal nur einfach vor und zurück. Oh, von wegen kann ich gut haben. Da sind ja auch Stellen. Oh, was da so wehtut, das sind übrigens Verklebungen. Und diese Verklebungen, die kann man auflösen durch diese tolle Massage. Und wir brauchen dafür kein Geld auszugeben extra. Und dann kannst du hier mit deinen Kreisen beginnen. Genau. Mann, 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 Mann. Wenn mir das einer früher gesagt hätte, dass ich Verklebung am Hintern habe.
alles, was gut durchblutet ist, alles, was nicht verklebt ist an Muskelstruktur, nur das kann man wirklich auch gut trainieren. Man kann diese Massage nehmen nach dem Training, man kann sie auch vor dem Training als Vorbereitung machen. Meistens macht man es im Nachhinein, weil durch das Training die Aktivität in der Muskulatur sehr hoch ist, auch die Spannung, die Muskelspannung ist sehr hoch dann. Und um das dann wieder ein bisschen zu reduzieren, diese Muskelspannung, kann man das gut im Anschluss an Training machen oder im Anschluss an einen Arbeitstag. Genau. Gut. Und Füße wieder abstellen, Po einmal auf die Matte lupfen. Ist okay? Dann gehen wir nochmal. Für das Letzte, was wir heute machen, an den Rücken ran. Hier, schön gerade sitzen. Die Rolle richtig dicht ran. Das geht auch mit der, aber ich sage es dir, das ist hart. Das ist eine harte Nummer, wenn ich mich da drauf lege. Aber es geht auch. Es geht auch. Hartes Holz. Da kann man spüren, da sind dann auch noch die Wirbelsäule. Aber es geht. Den Po musst du da so ein bisschen hochkriegen, damit er nicht auf den Boden schubbert. Und deswegen ist es natürlich mit dem Ding viel besser, wenn du sie hast. Hier drauf. Ich mache das immer so, dass ich dann hier so zack auf die Ellbogen komme, Füße abstellen und dann rolle ich hier. Solange meine Schultern gebraucht werden, lasse ich die Ellbogen am Körper. Rolle erstmal so den unteren Bereich, den Kopf nach vorne, das Kinn auf die Brust, nicht, dass der Kopf nach hinten runterkippt. Und dann krabbel ich mal, wenn ich hier bin, hier vorne, so weit gekrabbelt bin oder geschoben habe, mit den Ellbogen nach, mit den Füßen nach vorne und krabbel ein bisschen weiter. Aha, ich brauche die Ellbogen immer noch. Das ist jetzt so mehr so der mittlere Rücken. Ja, eben waren wir beim unteren, jetzt ist schon der mittlere. Okay. Jetzt gehen meine Füße gleich aus dem Bild raus. Das macht aber nichts, die brauchst du nicht zu sehen. Die Füße gehen raus. Ich krabbel mit den Händen nach. Und hier brauche ich die Ellbogen nicht mehr. Da kann ich den Kopf unterstützen. Das ist mir jetzt viel wichtiger. Den Kopf mit den Händen unterstützt. Und dann rolle ich hier oben. Im Schultergürtelbereich. Und du machst das auch, ja? Roll mal hier oben im Schultergürtelbereich. Da zwischen den Schulterblättern, merkst du? Die Schulterblätter rechts und links, wie sie langsam so Richtung Rolle kommen. Genau. Wow. Da ist dieses Päckchen, ne? Genau. Okay, und dann probier mal so ein bisschen aus. Vielleicht bewegst du dich mal auf der Rolle so ein bisschen. So. Das ist ja alles erlaubt beim Faszientraining. Du kannst dich ja richtig bewegen. Du musst ja nicht immer so statisch alles machen. Genau, und andersrum auch mal. Alles so ein bisschen bewegen. Kommt man auch an verschiedene andere Stellen dran. Genau. Gut. Und dann machen wir mal ein bisschen vor und zurück. Setzt du deinen Po ab, nimm die Hände vom Kopf und setzt die Ellbogen wieder ab und komm hoch. Gut. Sortiere dich auf deiner Matte, nimm deine Rolle mit nach oben. So. Am besten so. Die Rolle hier oben an den Hinterkopf, leg dich auf den Boden ab. Auch jetzt geht das natürlich wieder mit der Kleinen. Hier. Dann musst du die Rolle festhalten, sonst rollt sie dir weg. Und dann bewegst du mal den Kopf von rechts nach links. Ich zeig das mal im Sitzen. Ja, oder mit dem. Hier ist es natürlich auch wieder einfach mit der dicken Rolle.
unterm Kopf. Die dicke Rolle muss ich auch nicht festhalten. Und da merkst du ganz, ganz deutlich, dass da oben auch viele Verspannungen und Verklebungen sitzen. Da oben ist der Bereich, wenn ich da oben sage, wo deine Körperachse, deine Wirbelsäule in den Schädel übergeht. Und das ist ja keine feste Verbindung, das ist ja eine bewegliche Verbindung, sonst könnten wir den Kopf ja nicht bewegen. Wir können den Kopf drehen und neigen, sowohl zur Seite als auch nach vorne und nach hinten. Das ist diese Beweglichkeit der Wirbelsäule im oberen Bereich. Und natürlich, weil der Kopf da so drauf sitzt, wie auf so einem Dorn. Ja? Und hier oben kann der Kopf natürlich viel machen. Okay, dann nimmst du die Rolle einmal weg und legst den Kopf ohne Rolle ab und spürst mal in dem Bereich hier oben nach. Das ist eine Übung, die man auch jeden Tag machen kann. Die hilft sogar ein bisschen, wenn du so Spannungskopfschmerzen hast. Oder einen leichten Anflug von Migräne kann man damit auch ganz gut lösen. Probier es doch aus. Okay, wo wir den Kopf noch haben, wir machen ja alles mit Kopf, machen wir das letzte nochmal, auch mit dem Kopf und für den Kopf. Wir haben hier oben, ich zeige es mal von der anderen Seite, hier oben, wie so eine Badekappe, einen ganz großen Bereich der Faszien. Der sitzt hier so drauf. Das ist sozusagen der Anfang oder das Ende deiner ganzen Faszienkette vom Rücken. Die rückwärtige Linie, die fängt hier oben an oder hört da oben auf, je nachdem, wo du jetzt drauf guckst. Wenn du die Hand mal auf deinen Hinterkopf legst und mal so ein bisschen redest, so wie ich das gerade mache, dann spüre ich so ganz klein meine Stimme unter der Hand, das leichte Vibrieren der Schädeldecke. Ja, genau. Und diesen Bereich hier, diesen ganzen Bereich hier im Hinterkopfbereich, bis hier oben hin, Scheitel, rechts und linker Scheitel, da wollen wir jetzt noch mal kurz dran. Also noch nicht ausschalten. Geh mal in deinen Vierfüßlerstand, hol dir vielleicht sogar noch mal ein bisschen was Weicheres für unter den Kopf. Und dann setzt du den Kopf so auf dieses Weichere drauf und gehst erstmal vorsichtig so nach vorne und nach hinten. Vorsichtig, ja? Hier vor und zurück. Immer gut abstützen. Das geht auch ohne das Weiche. Keine Frage. Probier das selber aus. Und damit du nicht zu weit nach vorne gehst, leg dir gerne mal deine Hände wie so ein Nest hier vorne vor. Dann kannst du da nicht rüber wollen. Dann baust du dir so eine kleine Begrenzung, dass deine Halswirbelsäule nicht zu viel Zug bekommt. Dann nehme ich die Hände wieder rechts und links. Und dann gehen wir mit dem Kopf ein bisschen seitlich. Ich zeige das mal so, damit du das vielleicht ein bisschen besser erkennen kannst. Den Kopf hier so drauf. Und dann gehst du vorsichtig immer schön vorsichtig, ja? Das sind feine und zarte Strukturen da oben. Vorsichtig. Mach das ein paar Mal. Ganz, ganz dosiert, abgestützt mit den Händen. Vorsichtig hin und her. Und spüre, wie sich das anfühlt. Höre auf deinen Körper. Geh nicht über deine Grenzen.